Till exempel Röda Korset har alltid nya information för nyanlända och nya kurser, och de hjälper med språk och de hjälper med allting, med kläder och med, ja. Så det hjälper mycket om du till exempel går till Röda Korset och sen Röda Korset tipsar något annat och, eller någon person eller något ställe som du kan utnyttja. Och så det funkar så att det följer varandra. Man skapar kontakter som hjälper rätt mycket sen. Och man bygger på ett bra CV, man ska ha referenser. Och det hände mig också när jag skulle ha jobbat här på Folkuniversitetet. Så jag har blivit utvald från cirka 40 sökande, för att rätt många här på Folkuniversitetet kände igen mig när jag sökte jobbet här på Folkuniversitetet. Och de kände igen mig från Alfa-Sie och de vet hur jag jobbar. Och hur. Så kontakter hjälper rätt mycket. I miei genitori hanno deciso di venire in Italia, era solo ed esclusivamente per me e per mio fratello, perché secondo il concetto di mio padre, soprattutto appoggiato poi da mia mamma, era che andare all'estero, e hanno scelto l'Italia solo ed esclusivamente perché era il paese più vicino all'Albania e quindi era molto più semplice poterci venire, e perché erano appoggiati da mio zio che era già in Italia già da all'incirca 4 anni, quindi era molto più semplice per loro trovare un luogo più sicuro per me e mio fratello. Quindi il motivo per cui loro sono arrivati è solo ed esclusivamente per poterci garantire un piano di studi migliore rispetto a quello che avveniva in Albania negli anni 97. L'organizzazione che mi ha aiutato molto, non posso dimenticare, sono Oxfam Italia a Siena e Dazref ad Empoli e anche la Misericordia di Siena. Mi hanno aiutato molto a integrarmi nella comunità italiana e mi hanno anche aiutato a trovare il lavoro. Sì, a parte di questa associazione che mi hanno aiutato, e anche sicuramente mi hanno aiutato anche delle persone tipo Tommaso, Jacopo, Cassandra, Adempoli, eccetera. Ho imparato a fare delle formazioni tipo in ospedale, anche per andare in questura, attraverso degli amici tipo Tommaso e Jacopo. Tommaso mi ha aiutato a sapere cosa si fa per rinnovare il mese di soggiorno in quest'ora e tutto, e Jacopo mi ha aiutato a sapere come si va da dottore anche in ospedale. Sì, ora sono in gamba a fare tutto da solo. Allora, c'era una donna che si chiama Lorenza, lavora di immigranti, a immigranti, è un volontaria di immigranti San Francisco. Io prima, quando ero a Monastero, facevo la mediazione, lavoravo un pochino anche con loro, gli immigranti di San Francesco, e c'è Napoleone che mi chiamava ad andare a fare la mediazione, quindi da lì ho conosciuto anche lei, quella Lorenza. Quando sono uscito dal centro d'accoglienza, e lei mi ha detto, io conosco qualcuno alla veranda, ti posso portare e poi fare tirocinio. E poi sono andato, ho portato il curriculum, già lavoravo un pochino in cucina quando ero a Monastero, quindi l'esperienza che ce l'avevo, l'ho detto. Prima l'associazione per avere un documento, quello è primo di tutto, se sei un paese senza un documento sei un clandestino. Cioè, l'associazione mi hanno aiutato a integrare, cioè a trovare lavoro, a andare a scuola e poi a tenere un permesso di soggiorno. E dopo anche amici mi hanno aiutato, anche a parte di lavoro e altre cose. E c'è anche la ragazza che mi aiutava, cioè a parlare lingua. A volte quando perdo c'è anche la confidenza, se sto bene, se ho dei problemi mi aiuta a affrontare. Cioè, non è solo di... c'è il problema, non sono solo di soldi, ma ci sono tanti problemi a parte dei soldi, se uno a volte è fuori di...
Certamente l'apertura, quindi la voglia di conoscere come si vive, conoscere le abitudini, le cose che, come si vive nel paese che ho scelto di vivere. Quindi la mia apertura di buttarmi, no, e mettermi in gioco e vivere la vita autentica. Quindi non nascondermi nella mia cultura o fare il giudizio che la mia era meglio che un'altra. No, se ho fatto una scelta di vivere qui, devo rispettare, conoscere e vivere, no, questa cultura. Quindi l'apertura da parte mia e la voglia di imparare, perché sì, sia per il lavoro, sia alla cultura e la voglia di imparare, quindi ho sempre avuto la curiosità, diciamo, no? Durch den Sport habe ich viele Leute kennengelernt. Ich habe bei vielen Sportveranstaltungen mitgemacht. Vor Weihnachten war ich in unserem Heim. Dann sind zwei junge Menschen gekommen. Das war ein junger Mann und es war auch eine junge Frau dabei. Und die haben jemanden gesucht, der Deutsch kann, damit sie sich mit ihm verständigen können. Und natürlich haben die Leute diesen Mann und diese Frau zu mir geführt. Und wir haben uns kennengelernt und sie haben zu mir gesagt, sie würden uns gerne zu einer Sportveranstaltung einladen, um einfach neue Leute kennenzulernen und dass wir auch unter Leute kommen, unter Deutsche kommen. Die Idee war zwar ganz gut, aber es war sehr schwer in dem Heim eine Mannschaft zu gründen. Erstens, weil dort viele Nationalitäten gibt, die Interessen sind anders und es hat einfach nicht funktioniert, weil die Zeit einfach gefehlt hat und weil die anderen sich einfach nicht verstanden haben. Aber ich habe trotzdem bei dieser Sportveranstaltung mitgemacht. Und der junge Mann, der uns zu dieser Veranstaltung eingeladen hat, hat mich dann öfter eingeladen, zum Beispiel zum Fortgehen, zum Ausgehen. Wir sind auch manchmal spazieren gegangen. Wir haben uns sehr gut kennengelernt und bis jetzt sind wir ganz gute Freunde. Wir sehen uns ständig, wir telefonieren. Ich war auch manchmal zu ihm, zur Uni. In der Stadt, wo er studiert und wohnt. Er wohnt zwar in Bamberg, es ist ziemlich weit weg, aber er kommt auch manchmal nach Hause am Wochenende und da können wir uns auch treffen. Er hat mir auch ganz gut geholfen, dass ich einfach sage, es sind doch nicht alle zurückhaltend, es sind auch einfache Leute, sehr aufgeschlossene Leute, die auch für was Neues offen sind. Und dieser Eindruck hat mir wirklich sehr geholfen und hat mir auch das Leben sehr zum Positiven gemacht. Ich persönlich suche mir ein paar Freunde aus, mit denen ich mich verstehen kann, mit denen ich ständig was unternehmen kann und die sind zu mir ehrlich, auf sie kann ich mich auch natürlich verlassen. Aber man könnte auch gleichzeitig ein gutes Netzwerk ha haben, man könnte auch mehr Bekannte haben. Aber wie gesagt, dass man ständig mit Leuten was unternimmt, dass man einfach einen engen Kontakt ha haben will, muss man halt bestimmte Leute aussuchen, weil man nicht mit allen auch einen engen Kontakt haben kann. Durch den Sport habe ich auch viele Leute kennengelernt. Ich bin dem Kötzinger Sportverein beigetreten, war in einer Handballmannschaft. Ich habe immer noch Kontakt zu den Leuten, mit denen ich Handball spiele. Und wir gehen auch manchmal miteinander aus. Also das macht schon Spaß. Und es ist auch sehr hilfreich, die Sprache zu lernen und auch neue Leute kennenzulernen. Es waren alle in meiner Mannschaft sehr offen, sehr freundlich. Die haben mich immer wieder eingeladen, mit ihnen auszugehen, mit ihnen was zu unternehmen. Und ich habe mich eigentlich sehr wohl gefühlt in meiner Mannschaft. Also
Ich wurde nie als Fremder behandelt oder ausgeschlossen. Ich war der Einzige aus einem anderen Land, aber wie gesagt, ich habe mich gar nicht fremd gefühlt, weil mich alle ganz normal behandelt haben. Ich würde allen empfehlen, dass sie zum Beispiel den Sportvereinen beitreten oder irgendeinem Verein, irgendeinem ehrenamtlichen Verein, zum Beispiel Feuerwehr, was da für Vereine gibt. Man muss halt den Kontakt suchen und wenn man den Kontakt hat, dann funktioniert es mit der Sprache. Ich bin auch Pfingstreiter. Wir in Kötzling haben jedes Jahr einen Pfingstlied. Dieser Pfingstlied findet am Pfingsten statt. Das ist eine sehr alte Tradition, die sogar älter als Amerika ist. Da reiten die Kötzlinger von Kötzling mit dem Pferd nach Steinbühl. Dort wird gebeten in der Kirche und dann reiten sie wieder von Steinbühl nach Kötzling wieder. Ich bin eigentlich der allererste und der einzigste Moslem, der mitgeritten ist, aber ich wollte einfach damit zeigen, dass es keinen Unterschied zwischen den Religionen gibt und dass wir auch als Kötzlinger und auch als Syrer sehr tolerant ist und sehr offen sind. Und es macht wirklich wahnsinnig Spaß. Es ist auch sehr schön, dabei zu sein, weil auch das Reiten. Also der Schutz der Integration ist die Sprache. Danach muss man sich Freundschaften versuchen zu machen. Wenn es keine Freundschaften gibt, dann kann man sich eigentlich, obwohl man die Sprache kann, wird man die Sprache vergessen, wenn man lange nicht spricht. Oder man kann niemals die Umgangssprache lernen. Und deswegen muss man sich Freundschaften versuchen zu machen. Wenn es nicht geht, dann Bekanntschaften. Oder man muss sich versuchen, sich bei einer Fußballmannschaft oder irgendwelche Vereine anzumelden, um in Kontakt mit Deutschen zu kommen. Also Bekanntschaften habe ich in 4 Monaten gemacht, aber Freundschaften hat lange gedauert. Also nicht lange, es hat ein Jahr sowas gedauert, bis man nicht Sprache gelernt hat, aber bis man ein bisschen schon die Deutschen genau verstehen konnte, ohne nachzufragen. Ich habe angefangen, mir eine Fußballmannschaft zu suchen und Fußball zu spielen. Ich habe das auch gemacht, also habe 2014 war ich im Jugendzentrum. Ich habe schon dort gearbeitet als Vertretung. Und alles waren sie deutsche Junge oder von Osteuropa. Und natürlich war ich fremd dort, weil ich hatte schon ganz andere Gesicht, andere Charakter. Und zuerst die Jugendlichen wollten sie nicht mit mir reden. Aber ich habe schon genug Lust und dann kein Problem. Und ich habe schon zu alles ja hallo und sie wollte nicht mit mir beantworten. Und ich ignoriere einfach, aber positiv. Und nach 2 Wochen, 3 Wochen, ein junger deutscher Junge war bei mir und sie hat mich, warum sind Sie da? Und ich habe er gesagt, ja, ich bin wie eine Arbeitnehmerin. Und dann, wie heißen Sie? Und etwas Information von mir hat schon bekommen. Und zweiter Tag war bei mir mit einer Gitarre. Und er hat mir gesagt, ja, ich will hier Gitarre spielen, kein Problem, in unserem Büro. Und ich habe ihm gesagt, nein, machst du schon. Aber er hat schon ganz schlimm gespielt. Aber ich akzeptiert alles. Und nach 5 Minuten hat mich gefragt, gut oder nicht gut, ganz stark. Und ich habe ihm gesagt, ja, das ist perfekt, super. Und jeden Tag war bei mir und er wollte mit mir reden. Und nach 2 Wochen, denke ich, habe ich schon bemerkt, er hat schon viele Probleme. Und dann, ich wollte etwas Kontakt haben, Kontakt verbinden mit den Leuten. Und ich habe schon gesagt, ich habe eine Idee. Haben Sie alles mit Handy? Natürlich hatten Sie schon. Und okay, machen wir ein Projekt zusammen. Fotografieren Sie bitte. Was denkt ihr? Zum Beispiel, egal von einem Blatt oder von egal von was. Und bringen Sie mit. Und sie haben schon per E-Mail geschickt zu mir und ich habe schon alle Fotos
geschaut. Das war sehr interessant. Und ich habe schon mit Ali gesprochen, warum fotografierst du zum Beispiel von einem Berg zum Beispiel? Und er muss erklärt für mich. Und ein Jung hat schon ganz interessant fotografiert, nur Dunkelheit, ein Licht. Alle Fotos waren Dunkelheit, ein Licht, klein oder groß. Und ich habe schon mit ihm viel gesprochen und ich habe schon gewusst, hat etwas Probleme und er hat für mich erklärt. Und dann hat schon, wir haben schon gute Kontakt zusammen und langsam, langsam eine Stunde, zwei Stunden oder drei Stunden war bei mir und viel, viel gesprochen und war sehr ruhig. Und mein Ziel von unserer Ausstellung nur war, das über Psychologie von unseren Jugendlichen wissen. Ich wollte wissen, was denken sie. Und das war sehr interessant und wir haben zweimal Ausstellung gemacht. Und dann, jetzt auch ist im Jugendzentrum alle Fotos. Und das war ein gutes Ergebnis auch. Das ist für mich auch sehr schön und sehr interessant. Und ich habe schon viel Erfahrung auch mit Jugendlichen bekommen. Und dann einmal war ich im Seniorenheim. Im Iran war ich nicht im Seniorenheim, weil ich wollte nicht. Ich habe schon gedacht, ich werde traurig. Aber hier, natürlich war ich alleine. Aber ich wollte mich versuchen. Wie kann ich oder kann ich oder kann ich nicht? Ja, ich war im Seniorenheim zuerst eine Sekunde. Das war ganz schwierig. Und ich habe schon mit vielen alten Frauen gesprochen. Aber sie konnten mit mir beantworten, ganz ehrlich. Manchmal, die Leute wollten sie nicht, nur haben sie schon geschaut. Aber eine Frau, nicht so alt, war bei mir und sie hat mich gefragt, woher kommst du? Und ich habe sie gesagt, ich komme aus dem Iran. Und sie hat mir gesagt, gib mir deine Hand. Und sie hat mit meiner Hand etwas verhaltet, meine Hand, bei dieser, ihre Hand auch. Und sie hat mir gesagt, du bist wie meine Tochter. Aber ich warte vor meiner Tochter. Sie war auf dem Fenster, halbe Stunde, und nach halbe Stunde war bei mir. Ja, du bist wie meine Tochter. Ich warte jeden Tag vor meiner Tochter. Das ist sehr schwierig für mich. Und ich habe schon fotografiert mit meiner Hand und ihrer Hand zusammen. Das ist sehr schöne Fotos. Und dann zwei Stunden, drei Stunden, glaube ich, war ich dort. Und viele Themen habe ich schon dort gefunden. Aber das war, ich kann nicht sagen, sehr schön, aber sehr interessant. Sehr interessant, weil sowieso werden wir alt. Und das ist für mich sehr interessant auch. Und dann jetzt, ich besuche B2-Kurs. Momentan weiß ich es nicht, ab Juli bin ich arbeitslos. Ich wollte auch B2-Kurs besuchen. Vielleicht nach B2-Kurs, ich bin noch nicht sicher, was mache ich schon. Aber wenn ich eine gute Stelle finde, als Sozialarbeiter oder Pädagogik, und dann natürlich will ich arbeiten, gerne. Aber wenn ich nicht gute Stelle finde, vielleicht bleibe ich zu Hause und dann ich schreibe meine Bücher. Vielleicht weiß ich es nicht. Ja, das ist, wenn jemand als fremd ist, irgendwie. Ja, es gibt gute Angebote in Kam. Das heißt Erzelkaffee für die Frauen, egal woher kommen sie oder ja, bei uns von verschiedenen Ländern sind dort, aus Amerika, aus China, Argentinien, verschiedene Länder. Das ist sehr gute Möglichkeit, das zusammen kennenlernen können. Und dann wir reden zusammen auf Deutsch, wenn jemand etwas Deutsch sprechen besser werden möchte, natürlich kann probieren. Und jedes Mal haben wir andere ein Thema. Zum Beispiel einmal wir müssen, zum Beispiel einmal die eine Frau präsentiert über die Syrien, zum Beispiel, und macht halbe Stunde und wir fragen für sie und wir kennen auch zum Beispiel Kultur von Syrien. Und dann, wir haben schon verschiedene Pläne auch, manchmal spazieren gehen zusammen. Das ist Erzelkaffee, aber trinken wir nicht nur Kaffee. Das bedeutet, wir sind zusammen sehr freundlich. Ich denke, ich bemerke auch. Ja, manchmal jemand backt eine Torte,
und bringt mit, manchmal jemand bringt Schokolade mit, und das ist sehr lustig und freundlich. Und ich denke, Ziel von Erzählkaffee, das ist auch meine Meinung, das bedeutet, niemand ist hier fremd. Wir sind zusammen freundlich, wir sind immer zusammen, wir helfen auch. Und das ist aber, das ist eine gute Idee von VHS und Landratsamt. Beim Erzählkaffee treffen wir uns einmal pro Monat, oft dritte Donnerstag im Monat. Manchmal geändert, aber oft ist dritte Donnerstag im Monat. Und dann manchmal, wir haben viele Personen dabei, manchmal zwei oder drei Personen, aber sowieso machen wir unsere Pläne auch. Ja, manchmal reden wir über die Probleme von Frauen, und manchmal, das ist unser Thema traurig, manchmal ist so glücklich, und das, aber das ist für mich sehr Spaß, und ich denke, das ist eine gute Möglichkeit von den Frauen. Jedes Mal hatten wir ein Programm. Zum Beispiel im Bayerwald, wir waren einmal im Bayerwald zum Spaziergehen, zum Ausflug. Einmal wir waren im Museum, und dann wir hatten schon zusammen ein Album gemacht. Das war zuerst meine Idee, und dann die Sabine-Gruppe und Maria-Luise, sie haben schon mich akzeptiert. Das ist eine sehr gute Sache bei uns. Und momentan, wir machen schon für andere Ausstellungen etwas vorbereitet, weil im April gibt es eine große Ausstellung in Cham, denke ich. Und unser Thema auch ist, wie die Thema von der Ausstellung in Cham, und machen wir etwas vorbereitet. Und wir waren in Mallorca mit einem Europa-Projekt in Europa. Und dann wir haben die Album mitgenommen von unserem Projekt, und sie waren ganz überrascht. Das war sehr schön, und das war eine gute Idee, weil zum Beispiel andere Städte Partner mitkamen oder Partner in Europa, Programm in Europa, sie hatten keine diese Möglichkeit. Sie haben nie gewusst, was bedeutet Erzählkaffee. Wir haben schon dort erklärt, sie haben unser Album gesehen. Das war sehr gut. Gibt es viele Fotos bei uns in unseren Treffen und viele Schrift. Wir haben schon viel geschrieben über unsere Länder auch. Und dann, ja, denke ich. Und unsere Aufgabe auch, gibt es die, ich denke. I arrived since 2016, 27 of February. By boat from Kurdistan, Iraq to Turkish, by walk. And then to Greece, and I arrived to in Chios Island from Turkish by boat with my cousin's family. Almost 2 days by ferry to Athens. It was very fast from Chios to Athens and here. Very fast with the paper and with everything. But in Idomeni it was very bad situation. The police said to us, you should wait until some, I think they say the bus, they will come to take you to the border, but it was fake. We booked the ticket from metro station, and we go to the Thessaloniki. From there we go by walk to Idomeni. It was very difficult. I can't imagine what I did. It was very difficult. I just arrived in Chios Island. So I was very happy because the border, it was open. I can continue my trip to other country. Then I went to Idomeni border. I lived there 4 months ago. We wait for the, because the between the European and Turkish, they decided some rules. They decided because they will close to border. They put people to a relocation program, so they pack us to Athens and they doing the relocation program. But in Idomeni, it was very difficult, very cold, and I was with the family, with 3 children, with their mother. It was really very difficult, you can imagine. I found the lady, she was a volunteer in Idomeni. She's from Switzerland, and she helped me a lot. And she suggested to help me to put me in the hotel here. She helped me a lot, paid the hotel and everything.
we went to asylum service here in Kataxaki to apply for asylum service or a relocation program. There was, you know, there was Skype calling to. First of all, you have to call the Skype to make the registration of the application of the relocation program. And then they reject me because I have to stay in Greece. I have something special, personal special here. I have to stay here. I applied for in Greek asylum. It was very difficult. I don't know. Even I didn't know how to speak English, because I know the English, but I learned here English, to be honest. So she helped me a lot with the asylum, with everything. A lot of people here, they want to registration for a relocation program. It was like, I don't know how many days. I went every day, and I have to wake up from 4 o'clock to have a line or to have to book your line, something like that, let's see. And then you have to wait until 2 or 3 o'clock. They said, we finished today, you have to come tomorrow. And then the same story, you have to wait. So I was very suffered, I was very angry, really. Το Μαρόκο, πήγα στη Τουρκία και μετά από Τουρκία έκατσα ένα χρόνο. Δεν μπορούσα να ζω λόγος η κατάσταση είναι λίγο δύσκολο. Πρώτα η γλώσσα και το κόσμο τους είναι λίγο περίεργο. Δεν μπορώ να ζω μαζί τους, δηλαδή με τη γλώσσα, με τον τρόπο τους που ζουν και πώς μιλάνε. Δεν μπορούσα και γύρισα πάλι στο Μαρόκο και από εκεί έκατσα ένα χρόνο. Δούλεψα λίγο για να μαζεύω κανένα λεφτά και μετά έρθα πάλι στη Τουρκία. Κανονικά, έκοψα το εισιτήριο και έρθα στη Τουρκία. Από εκεί μπήκα παράνομα στην Ελλάδα. Δηλαδή το 2010 και πήγα στην νησί που τη λένε Εγκατονήσι. Κάτσα στην Εγκατονήσι 7 μέρες και πήγα και μετά έχω έρθει, μου στείλανε στην Αθήνα. Και μου κρατήσανε σε κρατητήριο περίπου 6 μέρες μέχρι να βγουν τα χαρτιά μου. Μου δώσανε τα χαρτιά μετά από τις 6 μέρες. Εγώ την ίδια μέρα πήγα σε ένας φίλος μου που μένει. Και τότε ήθελα να φύγω από την Ελλάδα και πήγα Μακεδονία, Σλοβακία, στον δρόμο όπως πήγανε κόσμο. Εντάξει, μάζεψα λεφτά, πήγα, έχωσα σε εισιτήριο να φύγω. Και κάποια φάση, μόλις έφτασα στη Θεσσαλονίκη, μου σταμάτησε η αστυνομία και λέει, τότε κήλυξε τα χαρτιά μου. Τότε δώσανε χαρτιά μόνο για ένα μήνα, το 2010. Και αυτό το χαρτί δεν μπορεί να σε βοηθήσει πουθενά. Απλά μόνο γράφει τη στοιχεία σου, το όνομά σου, επιτετού σου, από πού είσαι και τέτοια. Και μου σταμάτησε η αστυνομία και μου κρατήσανε πάλι στο κρατητήριο. Λέει, πρέπει να, λόγω στα χαρτιά σου έχει κήλυξει, πρέπει να σε κρατήσουμε. Μου κρατήσανε περίπου 17 μέρες λόγω χαρτιών και μετά, εντάξει, μετά μόλις δεύτερη μέρα που βγήκα, παρπάτησα στον δρόμο και έφτασα στη Μακεδονία. Μου πιάσανε εμάς οι στρατιώτες και μου πέραν τα λεφτά μας, μου χτυπήσανε εμάς και μετά στείλανε πίσω εδώ στην Ελλάδα και από εκεί μετά δεν γύρισα η Αθήνα, αλλά δεν κάτσα στην Αθήνα πάρα πολύ. Περίπου 2-3 ώρες και μετά πάλι γύρισα Καλαμάτα. Έτσι εκεί, λόγω σε έχω φίλους, η εποχή που μπήκα στην Ελλάδα, το 10, ήταν για μένα κάτι καινούριο στη ζωή μου. Πώς είναι κάτι ευρωπαϊκό κράτος και δεν ξέρω τι γίνεται και δεν ξέρω με τον κόσμο τι να κάνω. Λόγω σαν γεννήθηκα πρώτη φορά, ένα μωρό, πώς γεννήθηκε και δεν ξέρει τίποτα. Και δυσκολεύτηκα, δηλαδή, πότε η γλώσσα με τον κόσμο, και με βρήκανε και μικρός και δεν μπορούσαν, στην αρχή δεν μπορούσαν. Δυσκολεύτηκα, λέω, πάρουν η εταιρεία και λέει, αυτός είναι 20 χρονών και πώς θα τα... Λέω, πάντα φαίνομαι εγώ μικρός από την ηλικία μου. Δηλαδή, είμαι 20 χρονών, μου έδωσαν 17. Και λέω, όχι, δεν είμαι 17, ξέρω εγώ 20 χρόνια. Μου λέει, δεν μπορώ να σε πάρω, λόγω φαίνεσαι μικρός. Δεν μπορείς να κοβαλάς βάρος και δεν μπορείς να κάνω. Του λέω, ξέρω, πώς δεν ξέρω, είμαι 20 χρόνια. Μου λέει, όχι, δεν ξέρω να πάω. Και μετά από κάτω, άμα και βλέπουν, δηλαδή έτυχε μια φορά να δουλέψει ως ένας, από εκεί μετά ξεκίνησε η τραντηριά μου.
Και εντάξει, το δυσκολεύτηκα στην αρχή, αλλά για στιγμές και μετά λέω, δεν έκανα πίσω. Λέω να δουλέψω, ό,τι να είναι, σιγά σιγά μέχρι να φτάσω σε ένα σημείο να είμαι καλύτερα. Και εντάξει, δούλεψα από τη στιγμή που ήμουν σε οργάνωση, μου βοήθησε πάρα πολύ την κλίμακα. Δηλαδή και σε ελληνικά λόγω, όταν ήμουν μόνο Έλληνας, και κόσμο που ήταν έρχεται εκεί, άστιγοι, που ήταν και αυτοί ήταν Έλληνες. Και αναγκαστικά πρέπει να μιλήσω και εγώ ελληνικά και έμαθα περισσότερα. Yes, 300 euro, 300 dollar, not euro. They deal with dollar. I know like normal information. Where is Greek, Greece? Some information like everybody know about country. I didn't visit Greece before. I didn't actually travel from Syria before. First was Chios Island. I doubly scam and take us to the reception center, and they take the names and check the bag and everything. We do the registration in police department, and all this procedure. Register and they take the name and what we have. Paper, document, idea, everything. They take it and check the name, everything. And also the bags. After I registered in the camp and everything, so I asked some. Non, je suis arrivé à d'Espagne. D'Espagne, c'est comme ça. Je suis allé envoyer mes laissés dans ONG. J'ai dit non, moi je vais en France, mon pays. Je vais vivre ça en France. Pourquoi vous avez choisi la France? Parce que la France, je vais mieux m'expliquer parce que je parle déjà le français. On a été un petit peu, on a été colonisé par les Français. Donc c'est pourquoi en Espagne ça va être difficile pour moi parce que le temps d'apprendre l'espagnol et tout, ça va me fatiguer. Non, je suis arrivée en France, j'étais chez le monsieur qui m'a hébergé. J'ai fait 2 mois là-bas, 3e mois j'ai croisé un monsieur au tabac qui m'a fait la cour, qui m'a dragué. C'est un Français, il est Français d'origine ivoirienne, Côte d'Ivoire. C'est lui. Qui était enceinte maintenant de lui. Donc il venait me voir. Dangereuse et moins aventurière que la vôtre, puisque vous, vous êtes venu en bateau, en traversant la mer, si on peut dire. Quelles sont les informations qui pourraient aider un migrant de votre pays à venir ici? Bon, d'abord, ceux qui sont dans ce pays, qui sont immigrants comme moi, qui sont venus des mêmes voies comme moi, toujours j'ai dit à mes amis, quand tu arrives dans un pays, faut d'abord t'intégrer. Ça ne sert à rien de rester. Il y a des autres qui rentrent dans les boutiques, qui font du n'importe quoi, qui suent. Vous êtes arrivée, vous n'aviez pas encore 26 ans, vous étiez toute jeune, 22 ans. Oui. Une toute jeune fille. 21 ans à peu près. D'accord. Vous ne connaissiez rien du tout de la France. Alors là, c'était une découverte totale. Une découverte totale, oui. Je connaissais